Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Dieser Food Haul hier war eigentlich gar nicht geplant, aber da sich das so viele irgendwie gewünscht haben und erwähnt haben, dass sie die Food Hauls so gut oder interessant finden, dachte ich mir, warum nicht? Ich war jetzt halt schon wieder bei Aldi, was heißt schon wieder? Also ich war vor 2 Wochen bei Aldi und jetzt halt nochmal. Wahrscheinlich sind es größtenteils wieder die gleichen Sachen wie jedes Mal, was ich jedes Mal kaufe, wenn ich zu Aldi gehe. Aber gut, der kommt auch nicht heute, also heute ist Freitag, also jetzt das Video drehe ich jetzt gerade heute freitags, das kommt jetzt nicht heute online, weil ich schon andere Videoidee für heute habe, aber ich drehe es jetzt einfach mal vor und dann kommt das irgendwann im Laufe nächster Woche und dann fange ich direkt mal an. Und zwar habe ich 2 Sixpacks von diesem günstigen Malzbier von Aldi mitgenommen. Kennt ihr alle, liebt der Marco, darf niemals fehlen. Genauso wie sein heißgeliebtes Eiskonfekt. Das darf ich auch nie vergessen, sonst komme ich auch schon direkt wieder Ärger. Nein, Quatsch, aber das mag er wirklich sehr gerne. Dann habe ich noch mitgenommen eine Packung Jungen Gouda für aufs Brot. Dann so für zwischendurch Babybells, die gehen auch immer, essen wir beide sehr, sehr gerne. Eine Tube Tomatenmark, da ich diese Woche recht viel mit Tomatensoße machen möchte, also einmal Spaghetti Bolognese, dann gefüllte Paprikaschoten, da kommt bei uns auch immer eine Tomatensoße dabei und ich habe zwar noch Tomatenmark, aber das kann man nie genug haben. So, dann habe ich noch einen Becher Creme Fraiche mitgenommen. Das kennt ihr auch schon mittlerweile alle. Das ist bei uns auch immer mit dabei. Da mache ich Dips, Soßen, Dressings draus. Und deswegen. Also einen haben wir noch und einen habe ich noch mitgenommen. Dann durfte auch wieder mit Markus Käsewürstchen. Da hatte ich im letzten Food Haul auch gesagt, dass ich die eklig finde. Da hat mich irgendjemand gefragt, warum ich die eklig finde. Weil ich sie eklig finde, weil sie mir nicht schmecken. Was soll ich dazu sagen? Ich finde auch Zwiebeln ekelhaft. Ich kann das nicht begründen. Das ist halt einfach so. Ja, dann habe ich noch mitgenommen 2x Quark. Einmal den 20% Fett. Den nehme ich für mein Frühstück nächste Woche mit Haferflocken und Obst. Und den 40%igen, der ist dann für so Sachen wie Kartoffelspalten mit Kräuterquark oder zum Dippen, das zeige ich auch gleich, was ich da noch gekauft habe. Genau, dann habe ich, wir kaufen immer gerne diese gefrorenen Kräuter. Wir haben es zwar auf dem Balkon auch, aber langsam durch diese Hitze gehen die auch alle kaputt. Und jetzt habe ich Schnittlauch nochmal gefroren so gekauft. Das hält sich ja auch ewig und braucht man immer mal. Dann durfte mit zweimal Hackfleisch, das Bio-Hackfleisch von Aldi. Wie gesagt, einmal gibt es heute Spaghetti Bolognese, die schnelle Bolognese. Ich sage deswegen schnell, weil die richtige Bolognese, nenne ich die, die kocht bei mir 6 Stunden. Und da kommt auch Karotte, Staudensellerie und Speck und sowas rein. Und das wird nur eine schnelle Bolo, ne? Deswegen. Und für die gefüllten Paprikaschoten auch nochmal Hackfleisch. Hackfleisch ist eh so ein Allrounder. Das hält sich immer recht lang. Man kann das einfrieren, man kann viel damit machen. Mag ich sehr gerne. Ja, dann eine Milch noch. Eine bio-fettarme Milch, 1,5% Fett. Da habe ich noch ein bisschen was für aufs Brot mitgenommen. Und dann zwar so eine Geflügelmortadella mit Paprika. Geräuchert, das spiegelt hier immer so ein bisschen. Genau, für aufs Brot. Genauso zweimal diesen Frischkäse, das ist so nachgemachter Philadelphia, auch für unsere Bagels. Und zweimal Mozzarella, was hier auch niemals fehlen darf. Dann gibt es nächste Woche bei uns noch, wie nenne ich die jetzt? Ich nenne sie mal Raviolis, das sind hier von Aldi aus dem Tiefkühlregal. Nicht tiefkühl, aus dem Kühlregal und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Normal nehme ich immer die Sorte Ricotta und Spinat, glaube ich. Das hier ist jetzt Ricotta Tomate, wird bestimmt auch gut schmecken und die sind wirklich richtig lecker. Also kostet eine Packung so 1,69, glaube ich. Und die kann man entweder sich kurz in die Pfanne schmeißen mit bisschen Butter und Knoblauch. Ja, oder wir machen da halt so eine Tomatensoße dabei oder eine Soße mit Speck und Sahne, mal schauen. Also die sind wirklich sehr lecker. Die gibt es dann auch einmal nächste Woche.
Dann habe ich noch mitgenommen so Salatherzen. Das ist ja, glaube ich, auch Mini-Romana-Salat. Das ist ja, glaube ich, nennt sich nur anders. Also es ist das Gleiche. Zwei so davon, die werde ich dann auch zu irgendeinem Hauptgericht dabei machen. Dann haben wir noch Brot gebraucht. Dann habe ich das So-Vital-Brot von Aldi gekauft. Das finde ich sehr, 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 sehr lecker. Das ist aber nie lange haltbar. Immer nur so 3 Tage oder so. Ja, ich finde einfach, das ist schön körnig. Das schmeckt für ein fertiges Brot wirklich sehr gut. Ich denke aber, wenn wir es nicht gepackt bekommen, dann friere ich einfach den Rest mal ein. Dann habe ich noch ein Brot mitgenommen und zwar einfach so ein Fit und Vital Mehrkornbrot. Das ist Marco ganz gerne für mit auf die Arbeit und das ist halt immer länger haltbar, deswegen ist das sehr praktisch. Da hatten mir auch einige ein paar Tipps gegeben, dass man auch frisches Brot einfrieren kann und ganz schnell auftauen kann, einzelne Scheiben. Das ist eigentlich ein sehr guter Tipp und ich versuche das mal in Zukunft zu berücksichtigen. Dann durften noch ein paar Joghurts mit, und zwar Joghurt mit der Ecke. Einmal zweimal dieser Banane mit Schokochips und einmal noch Vanillejoghurt mit Schokopearls. Genau, also 4 Stück insgesamt. Dann war auch unsere Butter leer. Da habe ich hier diese Streichfein gesalzen. Also wir essen eigentlich fast immer gesalzene Butter. Mich stört das jetzt auch nicht, wenn da Marmelade oder was Süßes drauf kommt. Also ich finde, das schmecke ich dann nicht mehr. Aber gesalzene mögen wir am liebsten. Eine Packung Tomaten habe ich noch mitgenommen. Für Mozzarella oder Salate. Für meine Bolognese rein. Ja, alles Mögliche. Eine Gurke. Natürlich Paprika für die Paprikaschoten. So, das waren, glaube ich, alles so die Kühlsachen. Genau. Ja, dann bin ich wieder ein Opfer von Aldi gewesen. Und zwar hatten die hier so Silikon-Mini-Backformen, so verschiedene Varianten. Das hier ist jetzt so ein Zweier-Set. Entweder 6 Muffins, das sind hier die großen, oder auf der Rückseite 12, ja, genau, 12 so kleine Muffinförmchen. Sowas hatte ich noch nicht. Also ich hatte Muffins immer mit so kleinen Papierchen gemacht, die man entweder in der Packung schon drin hat oder habe die bei DM gekauft. Und ich dachte, das hier ist ganz praktisch, wahrscheinlich auch, weil die sich gut rauslösen lassen. Und manchmal macht man ja oder will einen Kuchen machen. Für uns beide zu zweiten Kuchen ist halt meistens viel zu viel. Und so kann ich dann ein bisschen weniger Teig machen, einfach nur 6 Muffins oder so. Ja, und die haben 4,99 gekostet. War ich wieder ein Opfer und habe sie mitgenommen. Dann, ja, hatte ich auch schon letztes Mal erzählt, Bagels, seit die die jetzt dauerhaft im Sortiment haben, müssen die immer mit. Die sind aber auch sehr lang haltbar. Die halten wir uns eh nicht lang, aber trotzdem. Da habe ich aber letztes Mal die mit Körnern ausprobiert. Die fanden wir nicht so gut. Die Sesam sind definitiv besser für die, die es mal ausprobieren wollen. Und wie gesagt, dazu muss man wirklich typisch amerikanisch Frischkäse essen. Ihr könnt da zwar noch so Gemüse oder auch so Schnittlauch, Kresse, irgendwas drauf machen, aber grundsätzlich, also nicht mit Wurst oder Käse essen, esst die mit Frischkäse. Das ist göttlich. Dann habe ich noch einen Sack Kartoffeln mitgenommen, festkochend, auch für Kartoffelspalten. Ich glaube, dann gibt es einmal Spinat mit Püree und Fischstäbchen, dafür brauche ich die auch. Ja, Kartoffeln brauchen wir auch eh immer, ne? Jetzt habe ich so viel ungesunde Sachen gekauft. Also einmal habe ich noch mitgenommen, hier so 2 Isolite heißt das jetzt. Das ist eigentlich so Grapefruit Zitruslimonade und das ist im Moment, also seit der Schwangerschaft, extrem mein Geschmack und deswegen habe ich mir 2 davon mitgenommen. Dann eine Dose fein gehackte Tomaten für meine Bollo. Genauso wie eine Packung Spaghetti. Dann durften auch noch mal mit die Plattpfirsiche, die sind richtig lecker, die sind auch wieder schön hart, wie ich die gerne mag und richtig, richtig lecker. Genauso wie mein Schwangerschaftsgelüste, wie mein, wie heißt denn die Einzahl? Gelüste ist die Mehrzahl? Also auf jeden Fall, seit ich schwanger bin, habe ich da mega Bock drauf und das ist Avocado. Ja, die mache ich mir immer als Brotaufstrich. Kann man natürlich auch in Salat oder ist ja total vielfältig, aber so, ich drücke mir das so klein mit Zitronensaft und Salz, Pfeffer und dann auf so ein Körnerbrot oder so und noch Tomaten drauf. Sehr lecker.
Avocado. Ja, dann durfte mal wieder sehr viel Ungesundes mit. Aber das ist alles Marco. Ich esse das ja gar nicht. Ich esse ja überhaupt gar nichts Süßes, damit ihr das mal wisst. Nein, das stimmt leider nicht. Ich esse da auch mit. Ja, einmal Tortilla-Chips. Die gesalzenen mögen wir am liebsten. Und da machen wir, wie gesagt, aus Quark, Creme Fraiche, irgendein Dip dazu. Oder Guacamole kann man auch gut machen. Und die lieben wir dann auch vom Fernseher. Genauso wie so nachgemachte Tux. Viel günstiger als die Tux und schmecken aber genauso gut. Also Cracker. Markus saure Bänder. Einmal mit Cola, einmal mit Apfel, weil letztes Mal hatte ich Erdbeeren mitgenommen. Da würde er sich freuen. Dann habe ich mir diesmal von Haribo so ein Fantasia mitgenommen, hatte ich irgendwie Lust drauf. Muss Marco aber auch drüber herfallen, so ist es nicht. Ja, dann gab es gibt ja schon ab September immer die Weihnachtsschleckereien in den Supermärkten. Und ja, ich hatte schon den Lebkuchen, Spekulatius, Zimtsterne bei mir im Einkaufswagen und dachte ich, nee, jetzt übertreib mal nicht. Da ist schon genug Süßkram drin und es ist noch recht früh. Und dann dachte ich mir, gut, beim nächsten Mal und jetzt heute nicht. Und habe aber dann mir trotzdem so Vanillekipferl mitgenommen, weil die mich so angelacht haben. Ich freue mich schon so auf die Plätzchensaison, wenn das endlich losgeht. Ja, und dann habe ich noch was gesehen, das habe ich auch vorher bei Aldi noch nie gesehen. Das sind hier so nachgemachte Schokokrossis. Ich liebe ja Schokokrossis. Und ja, es sind auch hier so zwei Beutel. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Das war der Süßkram. Dann haben wir noch Getränke und auch zweimal naturtrüber Apfelsaft. Hier müsste jetzt gerade ein Schnitt drin sein. Marco hat mich nämlich gerade angerufen und wollte ein bisschen mit mir telefonieren. Und was habe ich gemacht in der Zeit? Vanillekipferl genascht. Super lecker. Ja, ich mache schnell weiter. Auf jeden Fall einen Apfelkirsch-Pflaumensaft. Dann einen Apfel-Schwarz-Johannisbeere-Himbeere-Saft. Und noch einen Traubensaft. Und das war's auch schon. Ja, kurzer, knackiger Food-Haul. Wie gesagt, der kommt dann irgendwann später online, jetzt nicht zeitgleich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video dann auch wieder gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.